Hallo zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Betriebssystem Hyper-V Server 2019 installieren, wie Sie es konfigurieren und wie Sie eine virtuelle Maschine erstellen. Sie erfahren, wie Sie verlorene Daten von physischen Hyper-V Server Laufwerk und von Laufwerk einer virtuellen Maschine wiederherstellen und wie Sie eine virtuelle dynamische Festplatte in eine feste Festplatte konvertieren. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Hyper-V Server 2019 ist ein kostenloses Hardware Virtualisierungsprodukt von Microsoft, mit dem Sie virtuelle Maschinen erstellen und ausführen können. Jeder von Ihnen wird als vorfertigen Computer mit einem Betriebssystem und Programmen fungieren. Mit Hyper-V können Sie mehrere virtuelle Maschinen mit unterschiedlichen Betriebssystemen auf einem physischen Windows-Server erstellen. Die Hardware-Ressourcen und Rechenkapazität des Hyper-Version ermöglichen es, das Gastbetriebssystem der virtuellen Maschine vom Serverbetriebssystem so isolieren und einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Es gibt zwei verschiedene Versionen von Hyper-V. Hyper-V Server ist ein ständiger Server, der nun den Windows Hyper-Version Hyper-V enthält. Und Windows Server mit Hyper-V ist ein eigenständiger Windows Server, der Hyper-V aktiviert hat. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie einen eigenständigen Hyper-V Server konfigurieren, der nun Hyper-V Windows enthält. Das Installations-ICO-Image Hyper-V Server 2019 kann von der offiziellen Microsoft-Website heruntergeladen werden. Um das Image herunterzuladen, müssen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, dann wird der Link zum Herunterladen des ICO-Image verfügbar sein. Sie müssen diese Felder ausfüllen und den Download zu starten. Bei der Auswahl der Version würde ich empfehlen, die ähnliche Versionen zu verwenden. Das vereinfacht die weitere Konfiguration, vermeidet Fehler und erleichtert die Lösung zukünftiger Probleme. Sobald der Download abgeschlossen ist, sollten Sie ein bootfähiges Laufwerk erstellen oder mit einer anderen verfügbaren Methode von diesen Bild booten. Die Installation erfolgt standardmäßig ähnlich wie bei einer Windows 10 Installation. Folgen Sie einfach den Anweisungen des Installationsprogramms. Bei der Installation von Hyper-V gibt es keine Besonderheiten. Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist, fordert das System Sie auf, das Administrator-Kennwort zu ändern. Hyper-V Server verfügt nicht über die übliche Windows-GUI. Die meisten Installationen müssen über die Befehlszeile konfiguriert werden. Es stehen zwei Fenster für die Konfiguration zur Verfügung, die Standard Eingabeaufforderung und das Fenster Config CMD. Ich werde die Erstkonfiguration des Systems über die Standardverwaltungskonsole vornehmen. Im ersten Menüpunkt können Sie den Server einer Domäne oder einer Arbeitsgruppe beitreten lassen. Ändern Sie als nächstes den Servernamen. Es ist besser, einen kurzen Namen festzulegen, da er während des Konfigurationsvorgangs mehrmals verwendet werden muss. Stimmen Sie einen Neustart zu. Im nächsten Punkt können Sie einen weiteren Administrator hinzufügen. Zuerst müssen Sie einen Namen und dann ein Passwort angeben.
Nächste wichtige Einstellung ist die Aktivierung der Fernzugriff auf diesen Computer. Auf diese Weise können Sie ihn über den Server Manager die PowerShell-Konsole verwalten, sich über PDR verbinden, seine verfügbaren Hilfe-PIN prüfen und so weiter. Der fünfte Punkt ist das Windows Update Center zu konfigurieren. Dann können Sie verfügbare Updates prüfen und installieren. Eine weitere wichtige Einstellung ist die Aktivierung des PDP-Zugriffs. Geben Sie E für Aktivieren und 2 für Alle ein. Der nächste Punkt ist die Netzwerkkonfiguration. Um den gewünschten Adapter auswählen, geben Sie dessen Seriennummer ein. In meinem Fall ist es die 3. Dann 1, setzen Sie ihm eine statische IP-Adresse, S, geben Sie IP, Subnetzmaske und Standard GTY ein. Dann 2, DNS verschreiben. Nach Abschluss der Einstellung geben Sie 4 ein, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Und der 10. Punkt ist die Telemetrie-Einstellung. HyperF erlaubt es nicht, die Telemetrie zu deaktivieren, also wählen Sie aus der Liste der Modi, die Sie verwenden möchten. Ich wähle den First Security Modus. Damit ist die Erstkonfiguration abgeschlossen. Jetzt müssen Sie nur noch die Konnektivität konfigurieren. Um einen Server über Hyper-V Manager zu verwalten, benötigen Sie einen Windows C Computer. Um Verbindungen zum Server herzustellen, muss dieser über den Hostnamen erreichbar sein. Dazu müssen Sie auf dem Client-Rechner Änderungen an der Datei Host vornehmen. Geben Sie die IP-Adresse und den Servernamen ein Hyper-V. Der Eintrag sieht dann wie folgt aus. Wenn das Konto auf dem Client-Computer ein anderes als das HyperF-Administrator-Konto ist, und das sollte es sein, müssen Sie Anmeldeinformationen speichern, die für die Verbindung mit dem Hypervisor verwendet werden. Führen Sie dazu auf dem Client-Computer die Befehlzeile als Administrator aus und geben Sie den folgenden Befehl ein. Geben Sie hier den Servernamen, den Administratorsnamen und das Passwort an. Standardmäßig ist die Verwahl auf dem Hypervisor aktiviert, wodurch externe Verbindungen blockiert werden. Sie müssen es vollständig deaktivieren, indem Sie den folgenden Befehl an der Angabeaufforderung des Servers ausführen. Alternativ können Sie auch mehrere Berechtigungen für die Fernverwaltung festlegen. Die folgenden Befehle müssen in die PowerShell eingegeben werden. Sie können es über die Befehlzeile ausführen. Geben Sie den PowerShell ein und führen Sie dann den Befehl aus. Nachdem Sie den Host und die Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Hyper-V angegeben haben, müssen Sie überprüfen, ob der Server mit seinem Namen bindet. Führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus dem Clientrechner aus und geben Sie den PIN-Befehl gefolgt von Servernamen ein. Der Server wird angepinnt, fahren Sie fort. Führen Sie PowerShell als Administrator aus und führen Sie den folgenden Befehl aus.
Stimmen Sie zu. Sie haben den VM-Dienst so konfiguriert, dass er automatisch startet und Sie haben die Fernverwaltungsregel in Ihrer Fernwahl aktiviert. Nun müssen Sie den GPRF-Server mit dem folgenden Befehl zur Liste der Vertrauen für den Host hinzufügen. Der Servername wird am Ende angegeben. Der nächste Schritt besteht darin, die Berechtigung für die anonyme Zugriffsgruppe festzulegen. Dazu müssen Sie die Komponentendienste starten, indem Sie DCOMCNVGA in die Befehlszeile eingeben. Gehen Sie zu Komponentendienste, Computer, dieser Computer. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieser Computer und öffnen Sie Eigenschaften, geben Sie auf die Registerkarte COM Sicherheit. Klicken Sie hier auf Zugriffsrechtseinschränkungen ändern, scrollen Sie nach unten und stellen Sie die Fernzugriffsberechtigung für die anonyme Anmeldegruppe ein. Okay. Nun müssen Sie den HyperF-Manager in Windows 10 installieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü Apps und Future, Programme und Features, Windows-Komponenten aktivieren oder deaktivieren. Suchen Sie HyperF in der Liste, erwarten Sie es und aktivieren Sie das Kontrollkätzchen neben HyperF-Steuerungen OK. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Und stellen Sie dann eine Verbindung mit dem Remote-Server her. Öffnen Sie Start, Verwaltung, HyperF-Manager, mit Server verbinden. Geben Sie in diesem Feld den Servernamen HyperF. Wenn die Konfiguration korrekt ist, sollten Sie eine Verbindung zum Server herstellen und ihn verwalten können. Der HyperF-Server ist installiert, die erste Verbindungseinrichtung ist erfolgt, jetzt muss nur noch eine virtuelle Maschine erstellt werden. Weitere Details zum Erstellen einer virtuellen Maschine in HyperF-Manager finden Sie in einem der vorherigen Videos. Wenn Ihr Betriebssystem beschädigt wurde, die Festplatte der HyperF-Servers wahrscheinlich formatiert wurde, virtuelle Maschine nicht funktioniert und so weiter, ist Hetman Partition Recovery die richtige Software, um die Managing der Festplatteninformationen zu lesen und wiederherzustellen. Entfernen Sie die Festplatte aus dem HyperF-Server und schließen Sie sie an einen Computer mit installierten Windows an. Laden Sie die Software herunter, installieren und führen Sie sie aus. Öffnen Sie das Laufwerk und starten Sie den Scan-Vorgang. Wenn das HyperF-Betriebssystem ausfällt, können Sie die Dateien Ihrer virtuellen Maschine von dem Laufwerk wiederherstellen. Standardmäßig befinden Sie sich in diesem Pfad. Markieren Sie die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem sie gespeichert werden sollen, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich die Dateien in einem gegebenen Ordner. Danach können Sie die virtuelle Maschine verbinden und starten. Beim Erstellen einer virtuellen Maschine mit Hypervisor Tools wird den Betrieb eine virtuelle Festplatte von dynamischem Typ erstellt. Aufgrund der Besonderheit des Dateisystems Design und der ständigen Defragmentierung solcher Laufwerke werden gelöschte Dateien überschrieben und die Datenrettung von solchen Laufwerk-Emails kann festlagen. Sie können den Festplattentyp in den Einstellungen der virtuellen HyperF-Maschine im Manager konvertieren. Wählen Sie die gewünschte virtuelle Maschine aus und öffnen Sie die Einstellungen. Im geöffneten Fenster markieren Sie auf der linken Seite die Festplatte und klicken auf der rechten Seite des Fensters auf Bearbeiten. Weiter. Hier wählen Sie Konvertieren und klicken auf Weiter. Es ist besser, das Laufwerkformat verändern zu lassen. Geben Sie im nächsten Schritt den Typ feste Größe an Weiter. Während der Konvertierung ändert das Programm nicht die Hauptdatei der virtuellen Festplatte, sondern speichert eine Kopie davon mit einer festen Größe. Geben Sie den Dateinamen
an und klicken Sie auf Weiter und auf Fertigstellen. Warten Sie, bis der Prozess zum Ende der virtuellen Festplatte angeschlossen ist. Überprüfen Sie nun, ob sich der Plattentyp geändert hat. Klicken Sie auf Überprüfen und in dem sich öffnenden Fenster sehen Sie, dass der Datenträger auch fest geändert wurde. Nun muss diese Datei ins Programm geladen werden. Öffnen Sie die Registerkarte Dienst, Festplatte einbinden, geben Sie den Pfad zur festen virtuellen Datenträgerdatei an und drücken Sie auf Öffnen. Sie wird im Datenträgermanager angezeigt. Scannen Sie es nun. Und markieren Sie die benötigten Dateien und stellen Sie sie wieder her. Die wiederhergestellten Dateien werden in einem Ordner im angegebenen Pfad gespeichert. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.